Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute gucken wir uns das neue Monster Alarm Event an. Nimm an Monster Alarm Event teil, um Belohnungen wie neue Holosprays für Caustic Revenant und Bloodhound freizuschalten. Natürlich, Holosprays ist ja natürlich das, was jeder haben möchte. Ganz klar. So, dafür gehen wir zuallererst mal auf den Free Pass. Und ja, wie schon angeteasert wurde, wir bekommen 3 Holosprays. Wow. Heftig. Okay, nein. Das ist noch der relativ unspektakuläre Part des Ganzen, denn das Spektakuläre spielt sich hier oben ab. Aktuelles Event Monster Alarm. Ich finde es ein bisschen schade, by the way, dass die Lobby nicht verändert wurde. Aber gut, die Entwickler kümmern sich wahrscheinlich gerade um die ganzen Bugs. Kann ich verstehen. Gut, aktuelles Event Monster Alarm. Klicken wir mal drauf und dann sehen wir hier schon Themen-Event. Okay, da gucken wir gleich hin. Ich muss vorher noch kurz auf den Sonderangebote-Tab gehen. Okay, Monster Alarm Event Store. Wir gucken uns hier erstmal die ganzen Sachen an. Und zwar, wir haben hier Wraith als Hexe. Ja, geht, ne? Also, für ein Halloween-Thema ist der ganz geil, aber I don't know. Ich fühle den jetzt nicht so tatsächlich. Der ist ja dann schon ein bisschen besser, aber auch den fühle ich nicht so krass. Der Triple Tech Skin, bisschen zu aufwendig, würde ich sagen. Der lenkt zu sehr ab, würde ich sagen. Aber wobei ich es cool finde, dieses Detail, dass hier quasi die Tränke gelagert werden, das Gift. Das finde ich ganz nice, aber ja, ansonsten, das Pack haut mich auf jeden Fall mal nicht um. Was haben wir hier? Gibby. Ja gut, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, die zwei Skins sind auch nicht neu. Und der Havoc Skin, oh mein Gott, nee. Also den finde ich absolut grausam. Wortwörtlich. Ich weiß nicht, fühle ich überhaupt nicht. Crypto sieht dabei schon echt ein bisschen nicer aus. Das ist so ein bisschen, ja, so ein Pirat-Crypto. Mitternachtscode Crypto Bundle. Das sieht so aus wie so ein Pirat, der aber schon ewig lang auf so einem Schiffswrack lebt, unter Wasser. Macht keinen Sinn, ist aber so. Okay, den finde ich ganz okay. Ja, okay, hier so ein bisschen roter Teufel. Ne, Vampir. Oh mein Gott, nicht Teufel. Alter, ich hätte mir... Oh ne, ich hätte in den Kommentaren so Stress bekommen. Aber okay. Ja, die finde ich tatsächlich ganz nice. Der PK-Skin ist in Ordnung. Und der G7-Scout-Skin, brauche ich nichts dazu sagen, fühle ich nicht. Ist zwar ganz lustig auf Halloween angelehnt, aber nein. Aber der Crypto-Skin ist geil, kann man nichts sagen. Was haben wir hier? Okay, alte zurückkehrende Items. Der Mirage-Skin, der ist tatsächlich ganz sick. Ich muss sagen, das ist meiner Meinung nach einer der besten Mirage-Skins. Und hier der Prowler-Skin ist auch geil, auch so auf diese Sheriff-Thema angelehnt mit Mirage. Spitfire-Skin im Halloween-Design, ich glaube, das ist der vom letzten Jahr oder vom vorletzten, ich bin mir nicht ganz sicher. Und auch der P2020-Skin, naja, basic fühle ich alle nicht, aber okay, schön. Gucken wir uns hier kurz die Posen an. Okay, wenigstens das ist ein bisschen witzig und ganz geil. Das muss ich sagen, finde ich am besten bisher. Gibraltar-Pose, da überlege ich echt, ob ich mir die sogar nicht hole. Und was haben wir bei Crypto? Bruder, muss los, Alter. Okay, die ist auch nicht schlecht. Ja, ist okay. Aber gut, wir wollen natürlich die spannendsten Sachen anschauen, und zwar die neuen Items, die in diesem Event dazugekommen sind. Und das ist tatsächlich eine ganz schöne Menge, insgesamt 40 Items. So, jetzt kommt aber ein Trick oder halt beziehungsweise ja eine Tatsache, wie ihr quasi alle diese Items umsonst bekommen könnt, quasi. Und zwar, diese Items bekommt ihr aktuell nur, indem ihr diese Monster Alarm Packs kauft. Dafür kostet ein Pack 400 ja, Apex Coins, was heißt also quasi, wenn ihr wirklich alle kaufen wollen würdet, müsstet ihr höchstens 16.000 Apex Coins ausgeben. Höchstens deswegen, weil es kann sein, dass in einem von diesen Monster Packs tatsächlich auch 2 Items aus dem Monster Alarm Event dabei sind. Oder vielleicht auch 3. Das kann sein, muss aber nicht sein. Okay, so. Das ist schon mal die, ich sag mal, kostenpflichtige Variante. Aber jetzt kommt's. Diese ganzen Items, die wir hier aufgelistet finden, die wir uns auch gleich anschauen werden. Diese Items werden nach dem Event in den normalen Loot-Pool mit reinbekommen. Sprich also, wir haben jetzt hier diesen Seer-Skin, könnten den hier jetzt herstellen für entweder, ja, mit Monster-Alarm-Pack oder halt mit 2400 Herstellungsmetallen. Aber dieser Blutrausch-Skin von Seer wird nach dem Event, was by the way bis Season 11 Anfang dauert, also quasi noch 20 Tage, also ein bisschen mehr als 3 Wochen, dieser Seer-Skin wird dann in den normalen Loot-Pool mit reinkommen. Was bedeutet also quasi, wenn ich hier auf Legenden und dann Seer gehe, dann wird hier, da man sieht es auch schon, ist auch schon mit drin,
Heißt, man kann sich den quasi in der Zukunft freischalten. Allerdings muss man dazu sagen, die Herstellungsmetalle kosten das Doppelte. Und das wird auch noch für 2 Seasons so bleiben, bis die quasi auf 1200 runtergesetzt werden. Das muss man dazu sagen. Sprich also, ja, es bringt nicht wirklich was, diese ganzen Packs jetzt zu kaufen, weil, ja, dann kauft euch, wenn das Event vorbei ist, ganz einfach normale Apex-Packs. Und dann könnt ihr es theoretisch auch bekommen, beziehungsweise ihr könnt es dann auch einfach hier durch Zufall mit freischalten. Das sei dazu gesagt, was heißt, ihr könnt somit quasi die Events in Anführungszeichen kostenlos bekommen. Aber ja, ich werde mir trotzdem ein paar von diesen Packs kaufen, einfach weil wir jetzt dann am Ende des Videos noch ein bisschen gamblen wollen. Weil ich habe Aussicht auf 2 Skins, die ich gerne hätte, und wir gucken einfach mal, ob uns das Glück segnet oder nicht. Aber gut, jetzt schauen wir uns natürlich erstmal die neuen Skins an. Themen-Event, Blutrausch, Seer. Ja, ist okay, Halloween passt. Jäger im Herzen. Muss ich sagen, fühle ich tatsächlich gar nicht, weil irgendwie sieht das aus, also wenn du jetzt, sag ich mal, weiter weg bist und der Typ steht vor dir mit diesem Skin, könntest du auch fast meinen, den OG, also den normalen Bloodhound-Skin, und naja, I don't know, fühle ich nicht. Necro-Albtraum, ich weiß nicht, ist meiner Meinung nach bisher der uncoolste Revenant-Skin. Ich meine, klar, der ist auf so einen Werwolf angelehnt, aber ich weiß nicht, ich fühle den nicht, keine Ahnung, I don't know. Okay, nächster, Synthesenkammer. Und oh mein Gott, das ist meiner Meinung nach einer der besten Caustic-Skins, die wir jemals bis zum jetzigen Zeitpunkt gehabt haben. Ich finde, der sieht so nice aus. Und dieses ganze Design, auch was hier quasi in der Kammer schlummert, das passt einfach so perfekt zu Caustic. Ich weiß nicht, den Skin würde ich gerne aus einem von diesen Packs, die ich mir gleich kaufen werde, würde ich diesen Skin gerne ziehen. Würde mich richtig freuen, weil das ist wirklich der epischste Caustic-Skin, den ich bisher gesehen habe. Okay, R9-Skin, Ausgraber, muss ich auch sagen, gefällt mir sehr gut, ist zwar wieder kein Pay-to-Win-Skin, ist das Standard-Iron-Sight, aber trotzdem sieht vom Design her meiner Meinung nach richtig geil aus und ich würde mich auch bei dem freuen, wenn ich ihn aus den Packs ziehen würde. Freiliegende Kabel, sieht ein bisschen aus wie der aus dem letzten Event, bloß ein bisschen schlechter. Ich meine, klar, der ist auf dem Bloodhound-Original-Skin angelehnt, auf den hier. Sieht auch schon so ein bisschen ähnlich aus. Er ist clean, definitiv ein Pay-to-Win-Skin. Aber ja, ich meine, ich habe den aus dem letzten Event und ich brauche den ehrlich gesagt nicht. So, dann ein Hemlock-Skin, Herzattacke. Da muss ich auch wieder sagen, der sieht meiner Meinung nach richtig cool aus. Ich finde es cool, wie das mit dem Herzen da nach vorne gepumpt wird. Quasi das Blut durch die Hemlock pumpt. Das finde ich tatsächlich ein ziemlich geiler Skin. Ja, würde ich auch nicht nein sagen, wenn ich den ziehen würde. Und zu guter Letzt Kupferklaue, ich weiß nicht. Irgendwie ist er nice. Man könnte meinen, Revenant hat da ein bisschen zu sehr mit seinen, ja, was hat der überhaupt? Händen, Fingern dran gekratzt, wenn man das überhaupt Finger nennen kann. Eher Krallen oder so, keine Ahnung. Aber ja, ich weiß nicht, ich fühle den Spitfire-Skin einfach nicht. Ich finde, der sieht einfach basic aus. Ja, keine Ahnung, bin ich einfach kein Fan von. Gut, machen wir weiter mit den epischen Objekten. Kalter Schweiß, meiner Meinung nach ein ziemlich cooler Rave-Skin, aber halt leider im Custom-Model. Also ich meine, wenn der so animiert wäre und quasi einen extra Model hätte, würde ich den, glaube ich, noch viel mehr fühlen, aber ist okay. Kosmischer Anhalter, muss ich sagen, gefällt mir bei Horizon einfach gar nicht. Sieht einfach meiner Meinung nach irgendwie weird aus, keine Ahnung. Räumliche Anomalie gefällt mir dadurch schon ein bisschen besser. Die sieht auch schon so ein bisschen aus wie an diesen Caustic-Skin angelehnt, aber muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Toxische Berührung, ja, für einen epischen Gibby-Skin ist es okay. Abgewrackt, okay, jetzt kriegen wir die ganzen Talismane, da skippe ich bloß ganz kurz durch. Ja, ist okay, ja, oder? So, jetzt haben wir hier Banner-Poses. Okay, auf deine Gesundheit, der gönnt sich. Was haben wir hier? Gefräßig. Ja gut, das passt halt perfekt zu einem Halloween-Thema. Muss ich sagen, die Banner-Pose fühle ich, die ist ganz cool. Gestörter Schlummer. Boah, der wird richtig on fire. Ja, ist okay. Hard Reset. Ja gut, der haut den Marvin um. Der arme Marvin. Mann, Corsi, du bist echt ein grausamer Typ. Okay. Ja, ist okay, ne? Fühle ich jetzt aber auch nicht unbedingt so krass. Aus dem Grab. Frame für Seer. Ich muss sagen, ich fühle es mit der Schrift überhaupt nicht. Ich fühle diese ganzen Banner, die unten so eine Schrift haben, fühle ich einfach gar nicht. Und ich glaube, die ganzen Banner, die jetzt kommen, ja, haben unten so eine Schrift. Nee, fühle ich alle nicht. Muss ich echt sagen, sieht einfach meiner Meinung nach nicht gut aus. Aber okay, vielleicht gefallen sie ja euch. Ich muss sie auf jeden Fall nicht haben. Alright, gucken wir noch ganz kurz die blauen Banner-Frames an. Oh, da muss ich sagen, zum Beispiel gefällt mir das viel besser als das Epische. Krass. Ja, finde ich in Ordnung. Für blau auf jeden Fall. Oh, oha. Und das ist nur blau? Sieht ziemlich episch aus, vor allem mit der Pose. Muss ich sagen, finde ich ziemlich geil. Fremdstartstoff, okay, das ist wieder was für Horizon. Den fühle ich tatsächlich nicht, das sieht einfach weird aus.
Keine Ahnung. Und noxische Gefahr. Nee. Sieht auch meiner Meinung nach komisch aus. Keine Ahnung. Und der Rest ist einfach nur diese Kill-Badges quasi, ja. Gegner gescannt und Kills als Bloodhound, Kills als Caustic. Die sind irrelevant. Die lasse ich einfach aus. Also, ich muss echt sagen, die Highlights von dem Event sind meiner Meinung nach nur der Caustic-Skin, der R99-Skin und eventuell der Hemlock-Skin. Alles andere muss ich einfach sagen, sorry, fühle ich überhaupt nicht. Aber okay, mal schauen, ob wir eines von diesen drei Objekten oder vielleicht sogar alle drei Objekte in den kommenden Packs jetzt gleich herausziehen. Wir werden ein bisschen gamblen, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. So, ich kaufe mir jetzt erstmal ein paar. So, 9 Packs, das passt doch. 9 Packs haben wir frei. Ich bin gespannt. Hoffentlich ziehen wir einen von diesen Skins, die ich gerade erwähnt habe. Einer von den drei, bitte. Komm, in 9 Packs, das muss mit drin sein. Come on. Ich könnte natürlich auch vorher meine Crafting Materials ausgeben. Dann würde ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Aber nee, die spare ich mir fürs nächste Event auf, weil, wie gesagt, die sind eben eh normalen Lootpool. Und im Notfall stelle ich mir die halt einfach irgendwann mal her. Nee, okay, gut, auf geht's. Hallo, Apex Packs? Danke. Let's go, let's go. Komm, gleich im ersten irgendwas. Ah, okay, was Episches kann es schon mal nicht sein. Alright. Aber immerhin der Rave Skin. Okay, das ist in Ordnung. Komm, Gold. Ah, was Blaues. Ja, nee, komm, tu weg. Der Rahmen für Valkyrie interessiert mich nicht. Ja, und natürlich bekomme ich die Badge. Mhm, alles klar. Oh, no. Oh, okay, aber zweimal lila. Mal schauen, was da dabei ist. Ja, wow, wow, wow. Brauche ich nicht. Weg mit dem Müll. Komm, ein legendäres Objekt muss dabei sein. Yes, okay, let's go, let's go. Komm, Caustic Skin, Caustic Skin. Ich bekomme den R301-Skin. Es war so klar, das ist so Karma, weil ich es vorhin gesagt habe, den brauche ich nicht. Ne? Das ist so Karma. Egal. Nimm ich. Ist okay. Komm, aber jetzt noch den R9-Skin. Ah, wieder was Lilanes, okay. Brauche ich halt nicht. Ja, und auch wieder diesen hässlichen Rahmen, ich weiß nicht, fühle ich nicht. Komm, 4 Packs noch. Einmal noch was Legendäres, mindestens. Ah, damn it! Okay, schade, schade. Let's go, komm, jetzt. Ich spür's. Und dann bekommen wir dreimal blau. Alles klar, Leute. Ja, gut, bräuch ich. 2 Packs noch, komm schon. Einmal muss noch was Legendäres drin sein. Und wieder dreimal blau. Ihr wollt mich doch pranken. Aber okay, immerhin dreimal gleich blaue Eventsachen. Das ist ganz gut. Komm, jetzt noch was Legendäres. Schade. Schade, schade, schade. Und dann bekomme ich, ja... Oh, der Emote von Crypto ist tatsächlich ganz cool. Aber leider, leider nicht einen von den drei gezogen. Schade. Schade, schade. Naja, was soll's. Wir können sie uns ja ganz normal herstellen und sie werden auch, wie gesagt, in den normalen Lootpool mit reinkommen. Was bedeutet also quasi, das ist kein so großer Verlust und ich bin jetzt auch kein Caustic-Man, dass ich sagen muss, hey, Alter, ich brauche diesen Skin sofort. R9, ich finde den zwar extrem geil und der sieht meiner Meinung nach auch richtig cool aus, aber ich habe so viele R9-Skins. Da werde ich mit denen auch noch ganz gut auskommen und Hemlock-Skins habe ich genauso viele. Also alles entspannt. Wie gesagt, Leute, ihr könnt theoretisch all diese Items, die hier sind, frei bekommen, sobald das Event vorbei ist. Also das heißt, ihr müsst definitiv kein Geld ausgeben, so wie ich jetzt. Ich wollte das einfach bloß fürs Video machen, damit wir ein bisschen gamblen können. Wir hatten leider ein bisschen Pech, aber hey, was soll's. Ganz ehrlich, Kopf hoch und ja, wir können uns ja die Sachen, die wir dann auch wirklich haben wollen, in Zukunft herstellen. Alright, das hat es mit dem neuen Monster-Alarm-Event so auf sich. Wie gesagt, die Skins sind solide. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr so die Skins findet. Ich bin, wie gesagt, nur ein Fan von den drei Sachen hier. Ja, aber der Rest haut mich einfach tatsächlich leider nicht vom Hocker. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, aber wir können einfach nur hoffen, dass die Entwickler weniger Zeit in Skins reinstecken und mehr Zeit in Bugfixes. Das wäre auf jeden Fall sehr löblich. Dann habe ich da nichts dagegen. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, wenn du weiterhin Bock auf solche Videos hast oder die spannendsten Gameplays sehen willst, die neuesten News rund um Apex Legends nicht verpassen möchtest und natürlich die besten Guides von mir haben möchtest, dann lass gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen, und du verpasst definitiv kein Video mehr. Also Leute, wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.